Willkommen zurück zu Star Wars Dark Forces und der Exekutor. Ja, ein Schiffchen, auf das wir gekapert haben und übernommen haben, in der leicht verwirrenden Tankstation, wo wir das letzte Mal waren. Heute der Executor. Ich bin mal gespannt, ob jetzt wieder mal eine krasse Sequenz kommt. Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen, ne? Irgendwie das letzte war bei Jawas Ship. Der Rest war irgendwie, nö, irgendwie nicht so. Wenigstens hat man hier irgendwo zwischendrin auch solche lustigen Anflugsequenzen gehabt. Und vielleicht, wenn was in die Luft geflogen ist, wie bei den Minen. Ja? Aber seither ist irgendwie Funkstille. Naja, sehr merkwürdig. Ich würde sagen, wir machen einfach mal, denn das ist die Missionnummer. Moment, 3, 6, 9, 10, 11. Moment, das ist die 13. 10. Klar ist die 13. Lass doch mal zählen, aber es sind mehr als Finger an beiden Händen. Deswegen wird es dann schon schwierig, ne? Das ist schon das ganz krasse. Quasi ein Nightmare-Mode vom zählerischen her. Gut, wir schauen mal. Hoffentlich kommt eine krasse Sequenz. Ich bin gespannt. Ja, die war krass. Hab's mal rausgeschnitten, weil die war einfach zu krass. Kann ich mir leider nicht geben hier auf der Plattform. Deswegen. Ich will aber nicht erzählen, worum es geht, weil es ist einfach zu verstörend. So, Mission Nummer 13. Die Exekutor. Der blinde Passagier. Das sind wahrscheinlich wir. So, da du nun auf dich allein gestellt bist, kann ich dir nicht mehr helfen, wenn du in Schwierigkeiten geraten solltest. Ich habe die Missionsdaten in deinen PDA eingegeben. Sie werden dir noch nützlich sein. Mission. Sobald du an Bord der Exekutor bist, musst du den richtigen Zeitpunkt für deinen Angriff abwarten. Die Exekutor wird sich mit der Arkhammer treffen und dann Fracht austauschen. Verstecke dich in einem der Frachtcontainer und reise in ihm zur Arkhammer hinüber. Es ist ziemlich sicher, dass sie den Transfer stoppen werden, wenn sie herausfinden, dass du an Bord bist. Okay. Missionsziele. Suche den Frachtfährenhangar, aktiviere das Fährensystem, verstecke dich in einem Container und fliege so zur Arkhammer. Ja, das ist immer. Sind wir mal gespannt, was das wird. Ich bin es auf jeden Fall. Kommt jetzt vielleicht ein krasses Video? Man darf gespannt sein. Tja, soviel dazu. So. Jetzt müsste es wieder vernünftig aussehen. Sehr, sehr schön. Gut. Moment. Jetzt schauen wir erstmal ganz kurz. Ziele, keine Geheimräume, das ist klar. Suche den Frachtfährenhangar, aktiviere das Fährensystem, verstecke dich in einem Container und fliege so zur Arkhammer. Na gut. Haben wir irgendwas Spezielles? Assault Cannon. Okay, Plasma irgendwas und Missiles. Das ist PO. Sind was nochmal genau? Irgendwelche Power Cells brauchen die zwei. Verstehe. Mortar Gun hat wieder keine Munition. Muss eigentlich was dranstellen mit Granaten oder sowas. Aber naja, ich sag mal nichts. Gut, dann. Geil. Erste Amtshandlung. Das ist doch jetzt einfach nicht wahr. Arschlecken. Da machen wir gar nicht lange rum. Es geht ja direkt weiter. So. Nö. Hört ihr doch auf. Oder gebt auf. Oder stoppt. Und macht, was ihr wollt. So. Ja. Komm, wir warten einfach mal. Besser was machen können. Eigentlich könnte ich auch mit ein paar Granaten mal reinholzen. Aber das mache ich auch. Ach, jetzt kommt er, der miese Sack. Bisschen runter. Sagt er. Okay. Denkst du? Blaster und voll. Was kommen jetzt? Die lustigen Roboterchen. Die Drohnen. Roboter. Aha. Ja, stimmt. Die machen tatsächlich körperlichen Schaden.
Ah, das denken wir auch noch. Ja, ja. Frage ist... So eine Scheibe? Glasscheibe? Ja. Oder war das Glasscheibe? Wahrscheinlich wird es irgend so ein krasses Zukunftsding sein. Ja, das kennen wir noch. Das letzte Mal war hier ein bisschen weniger los. Haben wir es mal in Gänze gehört. So, der Schild ist so gut wie weg. Ne, er ist weg, okay. Komm, heute mal ein bisschen Action geladen, oder? Man muss ja nicht immer schön langsam machen. Andererseits kriegt auch mal ihr Fett weg. Das schreit wieder nach Granatwerfer. Toll. Für einen einzelnen Soldaten, wollte ich schon sagen, für einen einzelnen Stormtrooper. Ich mache einfach mal überall die Klappen auf und baller alles weg. Boah, sagt er. Ach, da oben. Schon wegducken. Da müsste gleich noch einer rechts um die Ecke latschen. Ja, jetzt wäre vielleicht der. Die Concussion. Das Concussion-Riflechen besser. Oder? So, der ist weg. Und wir sind schwarzes Kommandomännchen. Gar kein Problem. Der nächste. Ah, die spawnen da wahrscheinlich gerade. Oder dass die Leiter wo so hochkommen. Und ich knall sie einfach der Reihe nach ab. Ja, ganz schön dumm. Aber wenigstens keine Minen mehr. Schnitt. Bumm. Wobei. Macht es ja immer. Ah ja. Ich schätze mal, hier sind wir richtig. Ah, sehr gut. Schilde. So. Gekauft. Na, noch jemand? Ne, ihr habt alle euer Fett weg. So ist fein. Ja, ja, ja. War da gerade ein... Habe ich da gerade ein Dings gesehen? So ein krasser... Den habe ich gesehen. Okay, alles klar. Ah, ich dachte, der läuft rein. Der Trottel. Haha, so ging das Ding. Lächerlich. Lächerlich. Und das ist die krasse Gefahr. Und 8 von diesen Lappen haben die ganze Basis platt gemacht. Na, ich weiß nicht. Na gut, wenn wir mit sowas hier ankämen, dann wären wahrscheinlich auch alle tot. Aber wir haben ja die gleiche Bewaffnung. Jetzt ist es halbwegs fair. Wir brauchen jetzt nur noch den komischen... Das Jetpackchen. Dann sind wir quasi ebenbürtig. Sehr schön. Das einfach zu überleben hat schon gereicht. Zack. Hälfte der Schilde, 70 Lebensenergie... So kann ich arbeiten. So, Klappe auf. Uah. Oh, der nächste. So, wo ist meine Energie? Meine Blaster-Energie. Komm. Von allem etwas. Ja, jetzt werfe ich natürlich keine Granaten mehr, das ist klar. Lebensenergie. Komm, nehmen wir einfach beide, was soll's. Wir haben es doch. So, Geheimgänge. Wo könnten die denn stecken? Wo können sie die versteckt haben? Stimmt, haben sie die sehr gut versteckt. Aber hier scheint es richtig weiter zu gehen. Dann gehe ich mal woanders hin. Hier zum Beispiel. Das sieht doch vielversprechend aus. Ja, sehr gut. Wo führt das hin? Hä? Nanu? Okay, ist ja so eine Lagergeschichte, werden ja die ganzen Waren wahrscheinlich gelöscht. Die ganzen, was auch immer. Komm, aus was mal runter. Na, na, na. Vielleicht geht es irgendwann mal auf oder sowas. Wir werden sehen. Jetzt erstmal zurück. Das heißt, ich habe jetzt die eine Seite gemacht.
Da scheint auch nichts zu sein. Hier kommen wir aber irgendwo hin. Na, sieht nicht so aus. Gut. Weiter im Text. Es kann nämlich sein, dass wenn ich das wieder hochfahre, dass dann irgendwo vielleicht so eine Wand ist, durch die man durch kann oder sowas. Machen die ja ganz gerne mal diese fiesen Tricks, nutzen sie ja manchmal. Oder so vielleicht. Nee. Könnte... Ich will so nicht jede beschissene Wand anklicken. Das muss jetzt ehrlich gesagt auch nicht sein. So, und wieder hoch. Genau, auf der anderen Seite wurden wir auch noch ganz mies beschossen. So, hier sind wir ja mal der eins reingekommen. Sehe ich das richtig? Genau, da war alles noch voller... Ach ja, da war ja alles voller Kisten. Das heißt, die haben das schon ausgeräumt. Die waren fleißig. Und die habe ich mich versteckt. Stimmt hundertprozentig. Na gut. So, gleich mal gucken. Irgendwas Geheimes. Oder nicht. Der Computer sagt nein. Gut, dann lassen wir es. Dann lassen wir es gerade sein. Ich meine, wenn doch der Millennium Falcon schon benutzt wurde, um hier Sachen zu schmuggeln, dürfte es hier nicht arg anders sein, oder? Obwohl, ist ja kein Schmugglerschiff, ist ja ein imperiales. Das würde mich schon wundern, wenn es hier irgendwelche Schmugglergeschichten gäbe. Achso, da gibt's gar nichts. Okay. Satz mit X hätte ich mir sparen können. Na, von mir aus. Und hier war ja auch... Wieso ist hier nichts? Ich muss das mal kurz ablaufen. Auf der Karte sieht man ja, was ich da gerade mache. Na? Sieht schlecht aus, oder? Na, hier kann ja gar nichts sein, weil das ist eine Trappe dahinter. Ich mach's aber trotzdem. Man kann nie wissen. Eventuell auch was zum Anschießen, aber ich glaube nicht, ne? Nö. Diese Geschichte hier ist feindfrei. Und wahrscheinlich auch frei von irgendwelchen Geheimnissen. Also da waren wir schon richtig, da wurde ja der komische der Kollege mit seinem lustigen Dark Trooper Anzug rumgegammelt ist. Wie sieht das wieder so komisch aus? Ach so, das ist die. Ah, ja, ja, okay, das ist die Außenwand. Ja, gut. Gut. So, hier haben wir alles mehr oder weniger gemacht, haben unser Zeug aufgesammelt. Es könnte natürlich dahinter noch irgendwas sein. Das wollen wir nochmal testen. Jetzt mache ich wieder den gleichen Scheiß. Jetzt gehe ich wieder die ganzen einzelnen Wände ab. Wo muss ich dazu? Alles klar, da können wir wahrscheinlich auch gleich hoch. Jetzt gehen wir erstmal hier. Wenn es geht. Jawohl, Sir. Ah, what? Wieso ist hier ein Leben? Sagt wer. Aber gemein wäre es, wenn ich jetzt nicht mehr rauskäme oder so. You're not authorized. Krieg ein Leben, aber muss mich dann umbringen. Das wäre natürlich gemein. Dü-dü-dü-dü. Bitte? Ich glaube, hier zu. Hat der Hund auch noch getroffen? Der kleine. Hallo? Der kleine Hund? Moment, was ist hier? Aber Boba Fett haben wir schon erschossen, oder? Sieht. Also, es sah so aus. Wir haben ja mal so ein komisches braunes Männchen in der Imperial City platt gemacht. Der Kaiserstadt. Ja. Ah, okay. Hallo? Schön kriechenderweise. Niedrigste Gang aus. Bitte? Geht's wieder hoch? Nee, die Tür ist zu. Okay. Was tut es? Es öffnet. Ach so, öffnen und schließt die Tür. Vielleicht hat der auch vorher die Tür zugemacht, weil er gesehen hat. Oh, da kommen wir. Der Bösewicht. Aber gut. So, zu wär's.
Schön wär's, wenn da kein Dark Trooper mehr kommt. Ja, ja. Oh, jetzt wieder rund. Was wird das für die Granaten? Ja, schauen. Shit. So, so. Das ist also dieses fast nicht spielbare Spiel, von dem ich so viel gehört habe. So, so, weil die Steuerung ist so voll schwer. What? Hau bloß ab. Na? Ah, jetzt kommt er doch wieder. Miau. Oder wie machen die komische Geräusche? Was? Wie haben die das Geräusch nochmal gemacht? Irgendwie mit so einer Leine oder sowas. War das nicht so? Mit so einem komischen Drahtseil, wo sie es haben runterfahren lassen, irgendwas. Und das war das Geräusch von diesem klassischen TIE Fighter Sound. Dieses hohe Surren oder wie auch immer. Glaube ja. Ich glaube, das war das. Ja, schöne imperiale Klänge, das gefällt mir. Da weiß man gleich, wo man hier ist. Nämlich im richtigen Sternenkrieg. Oh, das sind einige. Der will auch noch mitmischen. Hat wahrscheinlich den Lärm gehört und dachte sich, was ist da los? Oder er hat wahrscheinlich noch gar keine Action gehabt, seit er hier ist. Schaut den ganzen Tag nur auf irgendwelche beschissenen Konsolen und hey. Also wenn ich nur auf dumme Konsolen gucken müsste den ganzen Tag, ich glaube, dann würde ich auch sagen, ne. Ja, das ist nicht die Schmugglerbucht. Ich meine, die eine Mine, okay. Aber hier... Ja, hätte ich das jetzt mal genommen. Hätte ich's mal vorher gewusst. Aber sehr gut, wir haben weitere Schilde. Aber keine Geheimnisse, ne? Wobei die erste Basis, da hat sie auch einige Geheimnisse gehabt. Aber dass ich gar nichts mehr finde, was soll das denn? Oder sind die so krass versteckt? Weiß ich nicht. Ach, Moment, what? Komm ich da hoch? Erst ducken, dann springen? Negativ. Vielleicht gibt es irgendwo einen Knopf, der das öffnet. Dass ich noch 0% habe, das kann eigentlich auch nicht sein. Also entweder ist das ein Bug oder die patchen das noch rein. Ja. Brauche ich hier nicht. Ich habe meine Granaten und auch sonst habe ich eigentlich alles. Oh, das sieht aber wieder aus wie, ich fahre jetzt da hoch. Krasse Arena, Schießerei. Vielleicht sieht es auch nur so aus, weil ich das noch so ein bisschen weiß oder mich daran erinnere oder sowas. Das kann auch sein. Das ist möglich. Ach ja, da fliegen die ganze Zeit die Viecher los. Hin und her. Na gut. Was haben wir denn hier? Wir haben die volle Mortar Power. Oh. Ein paar Minen kann ich auch wieder legen. Lasern. Aber jetzt haben wir so viel Munition. Ach stimmt, wenn das nächste Mal der komische Hund kommt, dann sind wir vorbereitet hiermit. Vielleicht. Wird doch nicht. Nein. Ah, sehr gut. Den lassen wir trotzdem rankommen. Aber ich brauche die Munition. Aber ich hätte sie gerne. Brauchen durch die nicht. Frag mich, was passiert, wenn man runterspringt. Ach, da sind wir wahrscheinlich da unten. Verdammt. Wieder hoch. Komm, mach. Da war doch gerade einer, oder? Oder habe ich mir das Ganze nur eingebildet? Das kann auch sein. Ich will da ehrlich gesagt runter. Ich will wissen, was da ist. Da kann man mich runter. Aha. Können wir es wagen? Ach komm, was soll schon passieren? Was kann schon im schlimmsten Falle passieren? Ja, ist nämlich ein Aufzug. Wahrscheinlich nicht so viel. So, gilt das als krasses Geheimnis? Nein. Keine Geheimräume. Tja. Hier hat man keine Geheimnisse voneinander, von mir aus. Andererseits. Haben wir den so oft benutzt? Nicht. Was ist? Also, bist wie es da oben wieder, ne?
Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ganz normal den Weg längs. Und dann machen wir kehrt. Marsch und gehen hier längs. Klingt das irgendwie Plan? Das klingt wie Plan. Wurde ja gerade von dem anderen ins Kreuz geschossen. Ne, wurde ihm ins Kreuz geschossen, so rum. Ich würde sagen, ja. Fix halt. Ich weiß schon nicht, I'm violating the law. Kenne ich doch alles, ich habe auch Dagger vorgespielt. So. Willst du doch mal runter? Komm. Jetzt tun wir es doch. Bisschen Rüstung. Rüstung. Nö. Ist einfach nur ein Spring da runter und dann ist alles tutti. Ja, mach mal auf. Mach auf die Hütte und zack. Boah, die vorletzte Mission. Das ist ja verrückt. Was danach wohl kommt. Der zweite. Dark Forces 2 vielleicht. Was? Oh. Ich dachte, wir sind tot. Ach, fahr zur Hölle. Komm ich doch da runter. So. Oder vielleicht Shadows. Oder ganz was anderes. Ich habe keine Ahnung. Aber noch ist ein bisschen Spiel drin. Vorletzte Mission. Ich schätze mal, die letzte wird auch nicht irgendwie ein reiner Bosskampf, sondern wahrscheinlich auch wieder eine krasse Mission werden. Man muss ja dieses... Achso, Imperial March. Ich habe die Schnauze. Achso, das sind wieder Abprallwände. Natürlich. Ich werde gerade geschossen. Da. Schwarz auf schwarz. Sieht man nicht so oft, aber nicht so gut. War das da quetschend? Dann kann ich da oben in den Schacht rein. Von mir aus? Ja, ja, ich bin gleich wieder da. Du wartest jetzt mal. Ach, müssen wir nicht irgendwas machen? Eieiei. Lass mich raten. Ich zieh mal die Gasmaske auf. Ab. Okay. Aber ist cool mit. So, wird von mir verlangt? Muss ich dann irgendwie irgendwas aktivieren oder was? Was? Na, drauf weiß, ja, das macht nichts. Wenn ich schon mal hier bin. Ja, okay, jetzt bin ich hier. Ach, ich verstehe, da unten gibt's gar nichts. Ich muss das machen. Ja, komm, die unten lassen wir jetzt mal leben. Die haben sich's verdient. Und das führt runter zu uns. Warum? Ja, ja, du mit deinem Blastern. Wow! Falsch. Aha. So, jetzt können wir gucken. Genau. 50. Es gibt zwei Geheimräume. Geheimränge. Oh Mann, der Arme. Also wie bei hier bei, wie ist das noch? Goldständer oder so? Ach komm, nehmen wir einfach auf. Wenn wir schon mal hier sind. Was ist das hier? Achso, die Platinen sind das. Ja, ja, ich verstehe schon. Das ist der Serverraum. Oh. Och, Mann, du. Du dummes, dickes Ding. Hau bloß ab. Ja, okay. Wir müssen irgendwas mit dem Fracht. Was müssen wir nochmal machen? Irgendwas aktivieren? Irgendwas müssen wir hier machen. Ach krass, das sieht ein bisschen aus wie Pong. Vielleicht auch so eine alternative Einspieler-Pong. So ein bisschen wie Crackout oder Breakout oder irgendwas out. Gut. Heißt, wir müssen jetzt noch hier längs. Ich möchte mal schauen, ob wir was an Zielen erreicht haben. Ne, die werden ja dann gelb angezeigt. Suche den frachtfairen Hangar, aktiviere das Fährensystem. Okay, Hangar finden, aktivieren, an Bord gehen, schätze ich mal. Lass mal die Hütte auf.
Oh, shit. Ja, jetzt ein bisschen... Jetzt haben wir leider keinen Platz zu manövrieren. Und soll ich die Tür vermieden, ja oder nein? Schwierig. Oh. Und ich stehe wie so ein Idiot an der Türe. Bin gleich wieder da. Bin gleich wieder da. Ich hole mir ganz kurz noch den Schild. Bin ich bei dieser Idiotenaktion leider. Und so weiter. Haben wir aber Schwein gehabt. Verdammt. Er ist zu schlau für mich. Er ist hier lang gegangen. Nein, nicht da lang. Nein, 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 nein. Shit. Tür zu. Verdammt, war das scheiße. Und du kommst auch weg. Aber ich wollte ihn halt ganz feige mit Minen platt machen. Und das... Das habe ich jetzt davon. Na toll. Aber zumindest... Ach du... Okay. Kommt er hier lang? Möglicherweise. So, wo ist er? Links oder rechts? Nett mit dem Commander. Hau ab! Boah. Autsch, zu nah dran. Schlecht. Aber ich lebe. Natürlich gab es jetzt einen Doppelpack. Ich habe den nämlich gesehen. Ich dachte, das wäre so ein ganz normaler Dings gewesen. So ein Kommando. So ein Dark... Nee, Stormtrooper-Kommando. Nicht Darktrooper-Kommando. Naja. Halbes Schildchen. Oh, der nächste. Komm. Nein, 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 nein. Ja, komm ruhig rein. Ist offen. Oh. Da leider einen Löffel abgegeben. Ah, Revive. So, einer links, einer rechts und einer war direkt am Eingang. Alles Klärchen. Hier könnte aber trotzdem noch eine krasse Geheimtür sein irgendwo. Müssen wir gleich mal gucken. Jetzt kommt wieder die spannende oder nicht so spannende Geschichte. Also ich finde es schon sehr spannend. Halt, ich muss sowieso nochmal zurück. Ja, ja, halt, brauche ich gar nicht. Gibt das eigentlich ein... Kann ich das... verhindern, das aufzunehmen. Ich will das mal kurz probieren. Oh oh. Hier ein bisschen. Krass. Braucht er zwei Schuss? Ja, wenn das so ist, dann gehe ich mal ganz... Was? Bam. So, der nächste, der kommt, hat ein Problem. Ich bin gleich wieder da. Ah. Ich nehme das nicht wirklich ernst, oder? Ne, merkt man. Aber ich meine, das sind ja auch ganz schöne Lappen. Na. Na, lass mich mal raus. Okay, die Tür ist das größere Hindernis. Alles klar. Ein bisschen Schildchen hätte ich gerne, aber ist wahrscheinlich... Ist ja nichts. Ich könnte... Moment mal, ich könnte auch wieder zurücklatschen. Ne, kann ich nicht, weil ich dann wieder springen muss und darauf habe ich keinen Bock. Obwohl da weiter hinten links hat es wahrscheinlich noch schön... Mal schöne Schilde. Oh.
Boah. So, bitte dran vorbei, nicht aufsammeln. Nein! Was ist das? So frech müsste ich mal sein. So, das könnte etwas sein, was wir jetzt abstellen müssen. Irgendwelche Frachtgeschichte. Heißt, ich muss da an Bord gehen, oder wie war das? Ich habe es jetzt aktiviert. Sehe ich das richtig? Ziel sagt... Jawohl, suche den Frachtfernhanger, aktiviere das Fährensystem, verstecke dich in einem Container und fliege so zur Ark Hammer. Ja, Hammer, machen wir. Haben wir jedenfalls vor. Wieso kann ich das nicht aufnehmen? Ach so. Wollen wir es ja ausnehmen, ja oder nein? Ich brauche noch den nächsten Kampf ab. Den nächsten. Blast him! So, der Rest. Standardmäßig. So, da ist noch jemand. Jemand unzufrieden. Der möchte sich beschweren kommen. Hier ist noch einer von der Sorte. Achso, das muss ich mal weiter durchreichen. Und dann kann ich in diesen Container wahrscheinlich irgendwie an Bord gehen, oder? Diesen komischen Elektrozeichen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber vielleicht auch nur das Schienensystem. Vielleicht ist das was. Oder Strom State. There he is! Hallo? Bitte? Ich bin gleich da. Warte. Ah, ist wieder so ein komisches Männlein. So ein Offiziersmännlein. Okay. Ich denke mal. Halt. Aktivieren. Ist jetzt gedreht. Das ist so krass, oder? 95. Und jetzt weiter transportieren. Wow. Und wir können an Bord gehen. Kutschong. Ist ja gut, dass er was Schläge lässt. Genau, das habe ich auch immer. So, nun in den nächsten Bereich, den letzten Bereich. Dann muss ich doch mal auftanken gehen, oder? Und vielleicht noch eine Ballerei. Jo. Wow, wow, wow. So viel mehr kann es nicht sein. Dann gehe ich jetzt doch mal den Revive holen. Wir haben 8 Leben. Wenn ich überlege, wie ich, ungehalten war wegen der Leben in vorherigen Missionen. Jetzt fühle ich mich da fast ein bisschen schäbig, wie viel Energie ich da hineingesteckt habe in diese... Achso, das Plasma. Ah! 358 und 20 Raketen. Vielleicht sollte ich die nicht mehr benutzen, vorerst jedenfalls. Und vor allem, ja, auf die Viecher kann ich ja mit dem hier schießen. Da dürfte nichts zurückprallen, wie bei den... Ich sag mal, wieder bei der ersten Generation. Dö-dö-dö-dö-dö. Ach, die Musik ist einfach toll. Ich glaube, das war's, oder? Haben wir dich denn alle aktiviert? Aktiviere das Fernsystem? Ja, versteck dich. Das war's. Krass. Bisschen abgekürzt, weil ich den Raum dort nicht geklärt habe, aber ansonsten. Fertig, oder? Ja. Das war's. Das war's. Wir können die Mission einfach mal beenden. Nächste Mission. Krass. Ab. Angedockt. An der Ark Hammer. Ja, ich schätze mal, die wird auf jeden Fall arg schwer. Hoffentlich schwerer als The Executor. Weil da war ja irgendwie nicht so viel, ne? Das war... Wir haben gegen 3 von den komischen Dark Troopern gekämpft, aber irgendwie sind die
Vor allem, wenn man ein bisschen Platz hat, sind die da eigentlich auch ein Witz. Aber warum? Ich meine, sie schießen doch ziemlich krass. Oder sind meine Ausweichfertigkeiten einfach so dermaßen nicht von dieser Welt? Das kann natürlich auch sein. Vielleicht aus einer weit, weit entfernten Galaxie stammen die noch. Das ist auf jeden Fall krass. Weil so getroffen war man nicht. Weder von Raketen. Wobei, ich habe schon mal eine Rakete direkt ins Gesicht bekommen in der Imperial City. Da sollte ich mal nichts dazu sagen. Egal. Ja, Ark Hammer. Das kommt als nächstes. Das ist die letzte Mission, 14. von 14. Das war The Executor. Die war interessant. Sehr viele Gegner. Man hat es auch gesehen, die ganzen Stormtrooper-Horden, die da angekommen sind, haben ein paar Granaten rein oder hier mit dem, schön mit dem Mortar, mit dem Mörser reingehalten und dann fliegen die halt sonst wohin. Das ist ganz witzig. Aber da merkt man auch wieder, leider, gerade wenn man so ein bisschen Quake und sowas nebenher hat oder hier auch, na, die werden die Fetzen fliegen bei Rise of the Triad, was im Jahr vorher war. Das ist schon, ja, wahrscheinlich auch wegen LucasArts und George Lucas. Ich glaube, der würde das, glaube ich, auch nicht so gut finden, weil es ja eigentlich sehr, sehr familienfreundlich ist, das ganze Star Wars-Universum. Oder war, ich weiß nicht, wie es heute ist. Heute ist ja eher Walk on Müll. Aber früher war das ja ein bisschen anders, das, ne? Da waren's, hat man so ein bisschen noch die Familienwerte hochgehalten, dass man da bloß nicht zu viel Action reinbringt oder irgendwelche unangenehmen Themen und sowas. Soll halt angenehmes, weiß nicht, Sci-Fi oder Space-Märchen sein. So oder so ähnlich, genau. So als Kontrast vielleicht zu Alien, wo es ein bisschen brutaler war. Wer weiß. Naja, das auf jeden Fall das war die vorletzte Mission. Das nächste Mal kommt das ganz große Finale. Und mal sehen, wie wir uns da schlagen. Aber ich muss mal sagen, jetzt schon mal so ein Zwischenfazit. Richtig geil. Steuert sich auch immer noch im Original verdammt gut. Das Remaster lässt man noch auf sich warten, das macht aber nichts. Naja, ich weiß nicht, ob ich das dann überhaupt nochmal angehen sollte, wenn es dann rauskommt oder auch nicht oder wie auch immer. Im Grunde genommen ist ja hier dann alles gemacht. Ich glaube nicht. Da kann ich mir Geld sparen. Das ist wieder super, aber ich werde es mir wahrscheinlich irgendwo angucken. Aber hier wird es das wahrscheinlich dann nicht geben, höchstwahrscheinlich, weil brauche ich nicht. Gut, das war's. Beim nächsten Mal gibt es mehr von Dark Forces 1. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten und dann letzten Mal. Ciao, ciao.